Nach vorn. Kringe. Wiese. Und das ist nicht zu fassen. Mohamed Zidane mit dem 3:3. Im letzten Spiel.
Aus der zweiten Formation des BVB wusste besonders Stürmer Mohamed Zidane zu. Zidane wirbelte immer wieder durch den Reda Strafraum. Hier erhöht er auf 4:1. Der Ägypter legte dann auch knapp 20 Minuten vor dem Ende das wohl schönste Tor des Tages nach. 5:1 für den Bundesligisten, der Freistoß nochmal in der Zeitlupe, da passte alles.